auch, Leute. Da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe nochmal dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an UR Delver gegen Affinity. Also literally Affinity mit haufenweise Null-Mana-Kreaturen und Kreaturen, die Affinity haben. Glimpse of Nature. Glimpse of Nature, genau. Gegen UR Delver. Hier glaube ich noch ein Chox. Ich glaube auch. Aber auf eine Dragon Ball Z-Matte. Ja. Sehr, sehr, sehr cool. Und Tobi kommt mir auch hier bekannt vor. Ich kann dir gerade nicht sagen, wo es her ist. Ja, Matchup. Affinity kann den UR Delver Spieler einfach überrollen. Ja. Wobei ein gezieltes Force halt auch Feierabend machen kann. Genau, also Force ist ziemlich gut. Game 2 und Game 3. Ist im Held auch nicht überhaupt gut? Die Affinity-Kreaturen sind halt so fett. Ja. Ich kostet halt 7 bis 8 Mana. Das du hast halt ganz viele Nuller. Das stimmt. Wenn du theoretisch, wenn der nur einen dicken Drop hat und du kannst den countern und knallst dem dann alles auf dem Board weg, ist Meltdown gut. Hm, das stimmt. Es sind sehr viele Abers. Stimmt. Sind die gerade umgegangen? Oder nur mit einem Würfel gewürfelt? Nee, nur mit einem. 3 und 2. Ja. Muss ich mal gespannt. Also ich bin wirklich mal gespannt. Vor allem vom puren Prinzip her muss man ja einfach sagen, ist UR Delver einfach so ein, ich klatsch dich halt kaputt, weil ich habe zwei direkte Kreaturen und du halt nichts. Yep. Aber Affinity hat halt was. Ja, Affinity hat halt eine Menge. Und selbst wenn es nur die scheiß 0-0er sind, die er hinklatscht, die mal blocken. Was ist Memnite? Das ist auf jeden Fall ein Force. Ja. Das ist auf jeden Fall schon spannend. Ich bin dann auch gespannt, ich habe von dem Affinity Deck habe ich nichts gesehen. Noch keine Ahnung, ob der irgendwie Ursas Saga drin ist. Oder ich hab an dem Tag irgendwie an allem vorbeigelebt. Das ist ein Schockland. Aha, aber wahrscheinlich grünes. Grün-rot? Grün-blau? Ich habe keine Ahnung. Glimpse auf jeden Fall Mensch. Grün. Glimpse, das muss geforst werden. Das ist halt mal ein gutes. Glimpse. Und Murky gefressen, das ist schon gut. Ist das ein Kraterhuf auf der Hand? Stimmt, das spielt ja, glaube ich, auch da drin. Ach, du Schande. Ja, damit oh, kannst du halt auch mal ganz schnell Feierabend machen, ne? Memnite. In der schönen Full Art-Version, ja. Phyrexian Walker. Nee, noch Memnite. Memnite. Phyrexian Walker. Ja. Das ist ein mit Neoform, was er da auf der Hand hat. Ach ja, stimmt, da ist Neoform drin. Er kann halt für 2 Mana eine 7 Mana Kreatur opfern, um den Kraterhuf aus dem Deck die 8 Mana zu holen. Das ist halt schon bescheuert. Glimpse wäre hier so gut gewesen. Glimpse wäre hier so gut gewesen. 1, 2, 3, 4 neue Karten. Yes. Kann man mal machen. Ja. Ein Mana Draw 4. Nice. Kriegt man Delver nicht hin. Shock, end of turn. Ja, aktuell macht das Board von Affinity halt nichts. Ja, ein bisschen Affinity providen und 2 Damage. Stimmt, ja, die sind ja als 1er. Aber sonst halt nichts. Das Hauptproblem ist halt, die Neoform ist halt auch noch ganz weit weg. Ja, auf 1 willst du nichts kriegen. Ja, schwierig. Glaube ich. Boah, du stehst aber jetzt auch als UR Delver Spieler da und spielst gegen so ein Guffel, ne? Ja, na gut, ich spiele ja selber Guffel UR Delver. Das war ein Frogmite. Ein 2-2er. Er macht sonst nichts, er ist aber nur 2-2. Ja, der ist halt nur 2-2, ne? Ja, dann Beat für 2. Das ist Krüppelkeim. Oh, der schießt mich. Bolt den Frogmite. Ich erinnere mich an Zeiten, da haben wir das auch gemacht. Aber. Ach, ja. Bolt auf Frogmite? Ja, wir haben Schock auf Frogmite gemacht. Ja, irgendwie so was. Bolt war damals noch 5 Euro schwer. Iteration zeigt. War das eine Mystic? Die Börse ist Tank Reaver. In den Wasteland. Jo. Okay. Wasteland ist halt gut. Wasteland ist jetzt richtig gut. Aber ich glaube, er hat schon. Naja, da kann er nicht. Nee, da waren 2 Länder. Das war schon fair. Jetzt hat er noch einen Force auf der Hand, aber es passiert halt nichts. Das war noch nicht. Top da? Oh, nicht top da? Beat für 2. Schwing!
ist fast Half-Life. Ja, das ist aber, sind wir ja eher gewöhnt von dem. Ja, das Deck schockt sich selber noch kaputt. Boah. Aber, uff. Da ist noch ein Fetchland. Ist das ein ist ein Delver. Der spielt ja diese komischen Delver-Checkkarten. Stimmt. Die Frage, hat er den als einzige blaue Karte auf der Hand, ne? Ich glaube nicht. Delver ist da schon ganz gut. Ja. Ich wollte gerade sagen, den tradet man nicht. Das wird jetzt aber auch schon eng, ne? Ja, geht so. Also jetzt random Delver Flip. Oder auch nicht? Natürlich nicht. Will ich die Karte haben? Nein, will ich nicht. Wahrscheinlich auf eine Insel. Ja. Boah, was kann denn jetzt noch bei unserem netten Neo-Formdeck Affinity gedöns? Ja, also ich weiß nicht, ob er One of Cradle spielt. Boah. Manchmal spielen die Decks sogar vier Cradle. Das ist natürlich dann auch, das sind dann auch mal einfach fünf Mana, ne? Genau, fünf Mana kommt halt relativ zügig raus und dann sitzt sie mir so weit von Cardhoof entfernt. Ja, das stimmt. Schock. Passiert da? Das sind 7-7er. Das sind 7-7er. Oh, das ist eine Ursache. Da ist eine Saga tatsächlich. Aber das Wastewind ist ja zum, in Anführungszeichen, zum Glück auf der Hand. Das ist mir angreifen. Diese Memnite gegen Delver. Geschichte. Alter, ey, das ist auch. Boah, bitte erschieß mich dazu. Also das ist auch großartig. Das ist großartig. Man sagt ja mal, Legacy ist so das Turn-1-Format, wo es nur um Fast-Combos geht und. Total brokene Sachen passieren und ja. Dann legst du halt in der ersten Runde ein paar 0-Mana-Karten und gewinnst anscheinend aktuell. Aber das wird schon knapp. Ist der Delirious? Instant, Sorcery, Land. Nö. Creature oder Artefakt? Jupp. Westland? Ja, aber zu erwarten. Jetzt hat man aber auf jeden Fall mal einen Blocker und einen Angreifer. Naja, Blocker auch nicht wirklich. Der ist 1-1. Ja, aber der Blocker. Engine-Doom. Ui. Ist das auch ein Volta? Ich glaube. Dass dieser Haufen, den Dennis da spielt, also jetzt nicht das Deck an sich, sondern die gemischten Artworks und alles. Ist das? Okay. Okay. Ja, weil er jetzt hofft, dass er Delirium wird und dann blocken kann. Ist er nicht. Ne. Da hat man nichts gemacht. Ach, der kostet 7 Mana, der da. Wow, man hat nur Fetchländer. Wow. Das wird langsam eng, du. Geht für 3. Ja, man kann es ja aber jetzt zumindest mal mit Mystic Sanctuary da oben drauflegen, was einem was bringt. Ja. Frixion Walker. Was macht der überhaupt nochmal? 0-3. Der ist einfach nur 0-3. Der hat noch nicht mal Reach oder so. Nice. Was? Wow. Das ist so. Fetch, geht man auf 2, holt man sich Sanctuary, legt mit Sanctuary eine. Bolt? Boah, nimm mal einen Bolt. Ja, du hast ja einen Blocker und dann bist du die beiden Angreifer schon mal tot. Du könntest. Du könntest auch eine Iteration nehmen für irgendwie was Geiles. Ja, aber das hier ist nun mal sicher. Den Angreifer hast du ja schon. Du hast ja sogar Force auf der Hand. Nimmt echt die Iteration. Ja, hätte ich wahrscheinlich auch genommen. Weil der Save-Weg bringt dich halt nicht weiter, weil du, vor allem, du weißt ja gar nicht, was da jetzt noch kommt. Ja, dafür hast du ja einen Force. Ja. Aber doch noch 2 Leben. Ja! Einmal die Iteration-Trigger. Days geht weg. Force Ponder, noch so ein Loot, nimmst du noch so ein Loot, Ding, Force drunter. Gib mal in die zweite Main Phase. Glaube schon, oder?
Anscheinend nicht. Trigger, Trigger. Das ist ein Delver. Wenn er den weglegt, hat er Delirium. Ja, kann er mit den beiden angreifen, hält den Delver zurück. Hat einen Bolt. Er kann er mit einem von beiden angreifen. Er muss mit einem von beiden angreifen. Stimmt. Ja, kann er die beiden anderen Angreifer zurückhalten. Bobble, Trigger. Ist auch ganz gut zum Clearen, aber... Bobble dich. Bobble dich. Hm. Also der eine muss jetzt angreifen. Der eine muss jetzt angreifen. Der Delver muss nicht. Dann kannst du beide Memnites tot blocken. Nächste Runde hast du 9 Schaden auf dem Board. Ja, das war ein Bolt, was oben drauf lag. Nö, ein Thought. Da war ein Thoughtcaster. Ach so. Ich hatte jetzt einen Bolt, den Ornithopter und dann sind es 9 fliegend. Ja. Das, das war knapp. Jo, 2 Leben ist nicht so viel. Krass. Krass. 1-0. Sideboarding. Artifact Removal gegen Affinity. Anti-Counter-Kram vielleicht. Ja, irgendwie so was. Da ist ein Kappa. Ah. Uff. Da sind einige Legacy-Karten drin. Auch wenn wir das nicht gewohnt sind. So, Affinity darf anfangen. Bin gespannt. Ich will Affinity alles anfängt. Lass halt mal die Days drin. Der hat so wenig Mana. Eigentlich hat er ziemlich viel Mana tatsächlich. Ja, aber nichts war Days bezahlt, gefühlt. Was? Ach, Schockler, ich hab das Schockler nicht gesehen. Ich hab's auch nicht gesehen. Hagrid sehr verwirrt. Ja, was sage ich? Trigger. Ja, okay, stimmt, die Konstrukte können ich auch ziemlich schnell tothauen. Ja, deswegen. Bei dem ganzen Null-Mana-Scheiß, der da rumfliegt. Ich sag, go. Gefühl spielt man hier Modern. Ja, ist echt so, ey, Fettschock, bla bla bla. Alles, was hier rumfliegt, ist Force. Und keine Ragavans. Stimmt. Und Brains of Ponder. Der Affe ist auch nicht anwesend. Ja, finde ich jetzt gar nicht so schade. Mhm. Glimps ist, glaube ich, auch gebannt im Modern. Ist das ein Murky, ein Force, ein Brainstorm? Ich meine, ich hätte auch ein Chalice of the Void bei Affinity gesehen. Wofür hat mal blaue Blasts reingenommen? Sicher, dass es nicht eine Counterbalance ist? Ich meine, das wäre ein blauer Blast. Ich meine, das wäre eine Counterbalance. Das kann auch sein. Counterbalance wäre natürlich super. Counterbalance auf 0, bester Freund. Ja. Ja. Macht ja genau eine Runde lang nichts. Draw, zweite Marke. Land? Fragt sich. Gut. Land wäre richtig gut. Ansonsten wäre die... Oh, das ist ein Mox. Oh, da ist ein Mox. Fastenland. Und ein Frogmite. Dann kommt man da hin. Ist Ornithopter. Memnite und Ornithopter. Oh, das wäre gut. Das ist eine Balance, tatsächlich. Ornithopter. Dann macht man sich ein Konstrukt. Und legt den Frogmite. Oh, das ist gut. Ey, das Konstrukt ist halt so richtig so fett. Ja, aktuell ist es ein 4-4er, 5-5er, wenn der Frogmite hittet. Oh, da ist noch ein Frogmite. Oh mein Gott, da ist noch ein Frogmite. Ja, so. Klatsch. The need for Meltdown is real. Meltdown und Wasteland. Fast, please. Wow, das ist jetzt ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Konstrukt. Nächste Runde 7, 8, 8. Hui, das wird gut. Hui, ja. Das wird richtig knallen gleich. Affinity kann halt solche Dinge. Das ist halt das Schöne an dem wirklichen Affinity und nicht an dem Robot, was ja viele fälschlicherweise für Affinity halten und da halt Affinity spielen. Ja, das wird aber auch immer Affinity genannt. Obwohl keine Affinity-Karten drin sind, außer manchmal Emry. Und die hat offiziell keine Affinity. Ja, die hat offiziell keine Affinity, das stimmt.
Okay, einfach nur so. Go. Go. Da wird gecrackt. Auf drei Trigger im Stack. Ja. Noch ein Dude. Mehr denn mehr Dudes sind mehr gut. Mehr Dude ist gut. Oh, die Frogmite können ja auch noch angreifen. Hm, die sind 2-2. Oh, bitte. Was sagt der jetzt? The Gingerbrook mit Eile. Bam. Eine Tommen-Script. Smart. Oh, ja. Da war überhaupt kein Greed, ein Dings zu kriegen, ein Shadow-Spear, sondern einfach... Ja, das ist einfach smart. Das ist einfach ein smarter Play. Weil er geht jetzt davon aus, dass der Gegner irgendwie ein mit 1, 2 Countern, Brainstorm, Ponder, den Grave voll macht, dann Murky spielt. Und der Murky macht vielleicht sogar schneller aus. Ja, oder blockt halt auch. Ja. Genug. Der Memnite kommt mit. Ja, natürlich. Yes. Okay, 2 Mana. Oh mein Gott. Das war bitter. Autsch, ein Hercules Recall. Gut, auf der anderen Seite macht man jetzt auch einfach nur und das Feld ist wieder voll. Ja, okay, die Konstrukte sind halt weg. Das ist die einzige bittere Sache dabei. Ja. Weil da ist wiederum gut, dass man die Crypt geholt hat, weil die kann jetzt trotzdem noch den Dings verhindern. Ja. So. Den braucht man wahrscheinlich gar nicht. Die wird nicht gecountert, okay. Nee. Also. Der Need ist halt eher bei. Du hast ja auch schon sowas gesehen, die Glimps. Ja. Und das muss gecountert werden, auf jeden Fall. Weil das wäre mächtig. Das wäre jetzt halt wahrscheinlich so einmal alles aufs Board gekackt. Ja. Uiuiuiui. Na? Jetzt wird überlegt, ob nicht der Murky sonst anders gepitcht wird. Die Balance tatsächlich, ja. Ja. Hat man natürlich jetzt verraten, dass man Murky hat. Hm. Ja, wobei, das hätte sich sowieso schon hier fast jeder gedacht. Ja, schmeiß mal das Board voll, du bist. Jetzt hat man nichts mehr auf der Hand. Okay, gib mir jetzt nicht einfach die Bubble cracken. Wenn man jetzt nicht die Crypt. Man will doch jetzt hundertprozentig die Crypt im Gegner-Draw-Step irgendwie cracken. Damit er nicht den Murky droppt, oder? Boah. Meinst du so? Genau das. Das hat man jetzt einfach verpennt. Hm. Scheiße. Oh, das sah. Kann gut, das habt ihr. Ja, okay, man hat halt einen Flieger. Ja, das ist ein heftiges Raise jetzt trotzdem. Da hätte man die Crypt cracken müssen, glaube ich. Damit man das eben nicht so. Wahrscheinlich, ja. So machen kann. Das Einser, der aktuell noch nicht so viel tut. Geht für 6. Uff. Pondeur. Pondorino. Ah, findet einen Ponder, einen Fetchline und einen Brainstorm. Ja, ist gleich wieder Delirium. Geht der so langsam den Dingweg? Den Weg des Ferrits? Alles unterschiedlich. Ich glaube, der Brainstorm in seiner Hand ist schon wieder ein anderer. Aber ich glaube, das ist bei dem einfach so dieses, das hatte ich. Ja, das ist billig gewesen. War bei irgendwem im Balk dabei. Ja, genau. 2. Dann wahrscheinlich Go. Oh, nee. All in. Das finde ich halt so geil, dass man diesen diesen Link-Trade immer anbietet mit dem Memnite. Memnite, ja. Niemand nimmt diesen Trade. Der ist halt auch einfach bad, aber... Ja... Trigger. 1, 2, 3. Rough and Tumble. Dead Gone ist Rough and Tumble. Sind 2 Schaden und alle Nichtflieger nur. Jo. Der macht jetzt gleich mal alles weg. Kann richtig knallen. Das wird richtig knallen, weil der Dings ist jetzt gleich Delirium. Dann macht er nämlich jetzt einfach mal alles weg. Ist der Delirium jetzt schon? Ja. Ha. Huh. Der ist Delirium. Wegen dem Murktar, den der eben weggemeldet hat.
So, jetzt ist er nämlich fliegend und dann macht er jetzt halt einfach mal alles platt. Schwierig. Das ist eine gute Karte. Ja. Die Rough Side. Alles zwei Schaden. Uff. Ornithopter überlebt. Ja, und du kannst trotzdem noch so konzentrieren. Ich hab den Trigger vom Ding vergessen. Nee, deswegen gehen jetzt erst die Dings. Was? Eine Reaktion darauf wurde jetzt gecrackt. Hätte man eine Reaktion darauf nicht noch ein Blut machen müssen? Ich glaube, man bringt sich jetzt hier gerade einfach selber um. Das funktioniert nicht, weil der Mox nicht findet ja. Aber man hätte es machen können in Reaktion auf das Rough and Tumble. Er hätte auch überlebt. Ohne Probleme. Ansonsten ging das tatsächlich gerade nicht. Ursas Saga ist kein Artefakt, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Wenn da noch ein Artefakt Land wäre. Ja. Wobei würde Meltdown wesentlich besser machen. Da wurde gerade ein Ornithopter mit der Ursas Saga geholt. Ja. Um zu blocken. All hail the blocker. Uff. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt im Shadow Spear dann drin ist. Ist die gute Frage, oder? Das ist eine echt gute Frage. Ich würde jetzt fast schon behaupten, nein. Ja. Und Tom noch eine Tom Script. 2, 4, 6, 6. Das ist halt auch knapp, oder? Ja, du kannst jetzt noch nicht mal angreifen als Wilder-Spieler. Du musst das andere Konstrukt loswerden, sonst bist du tot. Oder einen Blocker hinlegen. Delva und der andere Dude unten. Dann kann man einiges blocken. Ja. Okay, man geht hier ein bisschen greedier. Ich hätte jetzt Delva und DRC gedacht. Interesting. Aber man geht hier einfach den Weg, dass Delva into. Ja. In Schuffel Delva spielen, Gosa. Schlimm ist halt, wenn der Gegner ein Artefakt hittet, dann sind die Dinge halt größer wie dein Murky. Ich frage mich gerade, wie groß der Murk dort ist. Den Würfel kann keine Sau erkennen. Das stimmt. Das ist halt auch super mächtig, wenn man den jetzt halt Torment scriptet dann. Jupp. Das kannst du ja auch im Delva machen. Da kommt Torment scriptest, wenn du die e-boardest zum Beispiel. Ich einfach mal selber. Go. Jo, dann go. Ancient Tump. Bolt von der Top wäre nicht liefel. Nee, noch nicht. Du musst jetzt aber auch als Ur-Delva-Spieler safe beide blocken. Ja, aber... Je nachdem, wie groß der Merc hier ist. Okay, man tradet hier einen Delva für einen... Also ist der Merc halt muss ja größer sein als 6-6. Ja, ja. Ja, jetzt vergessen. Blockt der... Jo. Jetzt blockt der Murky halt einfach sich den Weg frei. Hab ich vergessen, tut weh. Ja, das tut wirklich weh. Da ist mit Fuckland. Das ist eine Chalice. Das ist natürlich viel zu spät. Ja, er würde halt den Bolt abhalten, wa? Ja, den Bolt tot stirbst du dann nicht mehr, das stimmt. Der DRC darf wahrscheinlich angreifen. Ist auf jeden Fall Creature... Instant Sorcery. Ja, und Artefakt ist auch drin. Von der Bubble. Ja. Stimmt. Der scheint 10-10 zu sein, der wirkt halt. Krass. Da ist sogar der Bolt auf der Hand. Ist das der Bolt? Ja, ist ein Bolt und Force. Das heißt theoretisch, du kannst nicht mit beiden angreifen, der blockt dich einfach. Ja.
du kannst, du musst ja eben mit dem Diaz hier angreifen. Man muss jetzt einfach hoffen, dass da kein Ding kommt, kein... dass der Ding tappt, die Engine tappt. Mhm. Oder eine Saga? Mhm. Mhm. Ui, 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 ui. Aber ich verstehe nicht, warum die Chalice nicht gecastet wird. Chalice auf 1 ist jetzt auch noch super mächtig. Hm. Meines Erachtens noch. Boah, ist jetzt gerade so ein bisschen Putt. Wäre natürlich geil, wenn der eine blaue Spellbomb drin hätte. Oder hätte er das Mana? Ja, doch, hat er. Wasteland war gut. Wasteland war wichtig, ansonsten hätte er die nächste Runde angefangen zu begraben. DSC muss angreifen. Cryptid Man. Block. Block. Ja, ja, der kriegt nochmal plus 3 plus 3. Ist der 12-12? Irgendwie so weit. Der ist groß. Also der ist irgendwie 12 oder 13. Ja. Spiel mal einfach nochmal eine Sache. Aber auch Mismatch, so. Gutes Mismatch. Noch ein Murky, aber der bringt auch nichts. Das ist, glaube ich, keine Chalice. Die hat er schon längst gespielt. Ja, das wundert mich halt auch. Schaffe ich mal nicht, krass. Ja, Iteration, ne? Ja, aber da ist ja nur Müll drauf. Also ist ja wirklich nur noch Müll drauf, außer die Iteration. Die guckt eins tiefer. Metallic Rebuke. Wie konnte er mich dreimal mehr bezahlt? Bam. Das war ja mal. Bam. Spielflaschwarnung und Schokolade. Guter Counter. Ei, Karamba, ey. Ich hab keine Ahnung, ey. Ich blick da gar nicht mehr durch. Er ist kein Chalice. Ah, das wird wahrscheinlich eine Neo-Form sein. Oh, das kann wohl sein. Die ist ja aktuell total unnütz. Das ist ein Wasteland. Wieder ein Wasteland. Alter, der hat gleich auch alle gezündet, ne? Das Problem ist, er macht halt trotzdem ein Konstrukt. Ob er will oder nicht. Wasteland, Konstrukt. Ja, ist win. Mein Turn, Beatdown, win. Das sollte um sein. Puff. 1-1, krass. Das ist wirklich krass. Weil er hätte nicht gedacht, dass das Deck einen Sieg rausholt gegen whatever. Aber, ja. Jo, ne? Auch wie langwierig das jetzt zum Schluss war. Boah. Da war ein Shadow Spear. Der war ins Sideboard gewandert. Hm. Der geht jetzt wieder schön ins Mainboard. Das ballsy, du. Ja, ja, ja. Nur der war wahrscheinlich jetzt Days wieder rein. Oder? Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich die rausgebuddelt hätte. Ja, ich denke schon. Aber okay, was willst du sonst rausnehmen? Schwierige Frage. Von allem etwas. Ja, vor allen Dingen den Haufen, den Dennis da spielt, da ist ja alles bei. Fetch, nee, Schock. Und der Dude. Und Darcy. Oh, Engine Room. Erstmal zählen habe ich. Ah, ja. Krieg ich hin. War da ein Force of Dark? Ja, nehme ich nicht. Nur ein Raff und Tumbel. Ja, macht auch schon eine Menge mal eben gesehen. Ja, ich finde jetzt Phyrexian Gear, komm. Die sind nämlich 0-3. Ja, das stimmt. Okay, ist eine Ancient Tomb. Ist ein Memnite. Ist ein Ornithopter. Das ist ein Walker. Memnite. Da ist ein... zieht zwei Karten auf der Hand. Boah, hätte man nicht einfach Engine Room Go sagen können? Ja, glaube ich fast auch. Du machst ja jetzt gar nichts. Und du hättest auch die Chance gehabt. Noch ein Ding zu ziehen, Glimps zu ziehen. Glimps zu ziehen, ja. Auf jeden Fall noch ein Force of Dark.
Du hast auf jeden Fall dann noch zwei Artefakte, weil der Ornithopter kriegt gar nichts ab und der Walker hat drei. Puh. Rough and Tumble ist aber kein Instant. Nee, ich glaube nicht. Krass. Mox. Da ist eine Menge Mana. Zieh zwei Karten. Das ist ein Force. Das muss man forcen. Eigentlich schon, ja. Du willst denn keine Karten ziehen lassen in keiner Welt. Boah. Der lässt sich. Ja, okay, der wird ja von dem Rough Tumble gecleared. Nee, wird er nicht, der kann fliegen. Stimmt. Der kann einfach fliegen. Das ist noch ein Memnite. Was auch nicht schlecht ist. Und die beiden ins Einser können noch bieten. Yes. Boah. Alter, was da so viel passiert. Ich krieg die Krise. Ja, ist großartig, oder? Ich glaube, er wollte Rough and Tumble nicht spielen, weil er seinen DSC verlieren würde. Stimmt, ja. Ich glaube, den sauren Apfel muss er jetzt beißen. Go. Hat? Ist das ein TWS Protection gewesen? Das wäre natürlich der Wahnsinn. Das wäre der absolute Wahnsinn. Pew. Das sind 6. Das sieht so mächtig aus. Ist das doch ein Instant? Nee. Recall. Das ist eigentlich ziemlich kacke. Das willst du eigentlich gar nicht machen, weil wenn der irgendwas auf der Hand hat, womit der da wieder hinkriegt. Ja, ist halt, weil er findet die echt mies, der Recall, wa? Ja, weil der ja eigentlich die Scheiße casten will. Ja. Und da ist ein Glimpse auf der Hand. Ein freaking Glimpse auf der Hand. Das kann richtig in die Butze gehen. Ja, okay, der hat einen Force, ja. Ja, aber dann kriegt er auch den anderen wieder nicht. Das heißt, er nimmt jetzt den, spielt dann das Glimpse. Das muss geforst werden. Hat er Force plus Blau? Das weiß Dennis. Oh, da ist kein Blau. Oh, da ist kein Blau. Jetzt passiert Magisches. Jetzt wird's magisch. Eieiei. Bam, draw. Kriegt der den? Alter, ist noch im Netz. Uff, das ätzend. Uff. Das ist der große S4-4, ne? Ja, der S4-4 mit Artifact-Lane Cycling, glaube ich. Ja. Aber nur 4-4. Uff. Da ist eine Krypt. Ja. Kann man noch hinterherfeuern, just for lulz. Aber da war noch irgendwo der Große, der dann drei Karten zieht. Ja, ich zieh mal drei Karten. Mm. Da ist noch ein Glimpse auf der Hand, glaube ich. Ja, Glimpse ist halt doof, wenn man das von Mana eigentlich hat. Man lässt den. Man lässt den. Ja klar, dann kannst du nochmal reloaden. Boah, jetzt haben wir auch nur Land gezogen. Karamba. Ja, aber Draw 3 klingt doch eigentlich schon verlockend. Ich glaube, du willst aber nur nicht so hart committen. Ich meine, du hast schon 2-4-4er am Board, das ist schon ziemlich gut. Du verlierst halt aktuell nur 2 Memnites gegen Rough and Tumble. Ein Memnite und 2 Memnites. Nein, 2 Memnites und ein Frogmite. Stimmt. Frogmite ist 2-2. Der kostet zwar einen Arsch voll Geld, Mana ist aber 2-2. Yes. Boah, ohne die blaue Karte. Da wäre halt wirklich Glimpse, muss man countern. Gerade in so einem Deck. Also ein Elfen ist das ja schon crucial. Ja. Muss er. Kein Geld der Welt. Beat. Jetzt bietet er mal einen Trade an. Den würde ich im Memnet nehmen. Den würde ich aber straight up mit dem. Ist egal. Nee. Stimmt, wenn der den jetzt Delirious kriegt. Jo. Oh, Mystical Rebuke. Ui. Wenn ich dreimal den Trigger. Den Trigger hat er trotzdem. Dann kann Force. Oh mein Gott. Deswegen wurde der Ding nicht gespielt. Der weil er einen Count auf der Hand hatte. Schon nicht schlecht.
Ein Land hat er drin. Ja. Ja, ist aber egal. Da liegt Land, zu viel. Instant. Da liegt zu viel Instant. Pulver. Creature, aber der ist nicht Delirious. Der resolved ja nicht. Ein Damage. Ah. Und dann kommt er mit den anderen. Aber Rough and Tumble ist auch eine Sorcery, übrigens. Ist das? Eigentlich, ich meine, das ist ja eine Sorcery. Demnach wäre es ja nicht Instant. Dann, boah. Schottland. Getappt. Ja, da hat Dings, dann spielst du nochmal Rough and Tumble. Ja, aber ist das jetzt noch gut? Vor allem in der Tom-Script. Stimmt. Ein Ja, clearst du halt, ne? Okay, es wurde einfach versucht, das zu machen. Ja, das ist aktuell ziemlich hart gegen die Wand gefahren, Heilige. Ich meine, es sind immer noch zwei 4-4er, 0-3er und 0-2er. Beide Seiten sind Sorcery von Rough and Tumble. Krass. Also hat er das gerade nach Combo. Ja. 2, 4, 6 für ein blaues. Ziehen wir mal zwei Karten. Hätte er vorher nicht noch der Glimpse schmeißen können? Ja, ich weiß nicht, wie viele Kreaturen er noch hat. Ich glaube, da war gerade ein Shadow Spear. Jupp. Ach, der Dude. Dann Shadow Spear. Equip auf dem 4-4er. Kommt dann 5-5 Trample Lifelink hauen. Yes! Das tut weh. Wir kommen in Legacy 2023, Entschuldigung. Nur noch kein Land gelegt. Was? Ist? Aber noch mit Metallic Rebuke. Ist mein Turns? Das kann gut sein. Das sieht nach Metallic Rebuke aus. Oh mein Gott, das ist ein Ding. Ja, End Up. Das ist mein nächsten Turns und ja, das war Game. Bam. Nichts zu klären, nichts mehr. Hat der einfach gewonnen. Affinity gegen whatever. 2-1. Krass. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.